Mannschaften heute für das Spiel sagt, im Stadion Oberwerk, TuS Rot-Weiß-Koblenz gegen den VfB Villingen. Thank you.
Vierter Spieltag in der Oberliga, Heimspiel gegen Dillingen, Fatih erneut 3-0 gewonnen, 3 Punkte auf dem Konto und nach dem derzeitigen Stand auch Tabellenführer. Stellt das zufrieden? Ja, muss es, oder? Wir sind vor der Saison mit einem ganz klaren Ziel reingegangen, dass wir einen Klassenerhalt irgendwie eintüten wollen, so früh wie möglich. Dass wir wissen, dass wir mit Trier, mit des Koblenz, Ida Oberstein und jetzt im Aufsteiger Dillingen ein schweres Programm haben bis zum Düsseldorf-Spiel. Das haben wir mit Bravour gemeistert. Wir waren in jedem Spiel überlegen und haben dann auch verdient die 3 Punkte jeweils eingefahren. Und jetzt bist du mit 12 Punkten ganz oben, dank den Engersern, wenn das Spiel so ausgeht. Mehr konnte sich, glaube ich, keiner erwarten und erträumen. Auch heute eine souveräne Leistung, verdienter Sieg gegen einen schwachen VfB Dillingen. Ja, man muss den Gegner aber auch mal so schwach hinbekommen, so wie wir es gemacht haben. Wir haben den immer zum richtigen Zeitpunkt auch den Zahn gezogen, haben nicht viel zugelassen. Zweite Halbzeit haben wir dann komplett runtergefahren, was mir natürlich nicht so gut gefallen hat. Da hätte ich schon erwartet, dass wir mit dem 3-0 irgendwann das 4-0 nachlegen. Das haben wir nicht hinbekommen. Aber es ist auch irgendwo, glaube ich, auch verständlich, wenn man selber mal gekickt hat, steht 3-0 bei 30 Grad, dann will man natürlich auch mal ein bisschen verschnaufen. Ja, bei mir jetzt Derek Miles. Derek, vierter Sieg in Folge, wird langsam unheimlich. Ja, es ist eine super Serie, die wir bisher hingelegt haben. Wir holen alles raus, werfen alles in die Waagschale und dann kommen auch 4 Siege bei rum. Heute in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachgelassen, den Temperaturen zu schulden? Ja, unter anderem die Temperaturen, aber wir haben auch sehr intensiven Wochen gehabt. 4 harte Spiele, auch eins unter der Woche, dann immer hohe Temperaturen. Da ist es normal, dass man da Körner lässt in den letzten Minuten, weil wir auch schon in der Halbzeit 3-0 souverän geführt haben.